Also, nachdem ich mich hier versammelt habe, möchte ich zunächst etwas fallen lassen. Und zwar die Bemerkung, dass es leichter ist, den Mund zu halten als eine Rede. Aber es wandelt mich die Lust an, Ihnen recht herzlich dafür zu danken, dass Sie sich hier teils nieder, teils herabgelassen haben, um das gelassen an sich vorüberziehen zu lassen, was wir hier oben vom Stapel zu lassen, den Abend über die Stirn haben. Ja, wir könnten es ja auch lassen, nicht? Aber lassen wir das. Lassen Sie uns den Abend genießen, Genossen. Nee, das, halt, das stimmt nicht, Moment, das stimmt nicht. Genießen, Komma, genossen wir doch selten einen so schönen, so halt. Und weil in einen schönen Abend auch schöne Menschen gehören, dieser halb und deswegen haben wir Sie hierher gebeten, nicht? Und nun sitzen Sie hier rum, was? Ja, Sie haben es gut, Sie können sich von Ihren Sorgen absetzen und wir hier oben müssen uns einsetzen, damit wir uns durchsetzen und Sie nicht entsetzen. Das war ein schwerer Satz, ne? Ja, wiederholen Sie mal, Müller. Ich war in diesem Jahr, das sehen Sie Teng, nicht? Sehen Sie, ich war im Süden, ja, ich war in Südlappland und... Ja, das ist eine billige Gegend, also die Körperpflege kostet da gar nichts, brauchen wir nur ein Stück Seife, Lappen gibt's da genug, ne? Ja. Und Mücken gibt's da, ach, und ich hatte ja einen Hund mit, also für zwei Personen habe ich so einen Hund und der leider hat er diese ungezogen, der leckt immer, das ist also wie ein alter Kochtopf, wirklich. Darum haben wir den auch Götz genannt. Nur ja, und sehen Sie... Und wo ich Sizilium und also ich möchte Ihnen jetzt, nun nehmen Sie ein bisschen zusammen, besonders da, ne? Ich möchte Ihnen jetzt einige meiner selbst eingemachten Werke vortragen. Sie hören als zweites gleich das erste und zwar etwas Klassisches. Etwas Altes, nicht? Und zwar Uhland, Ludwig Uhland, der Erfinder der gleichnamigen Straße. Hat ein Gedicht geworfen in seiner Jugend, als er noch lebte. Sie kennen es. Das geht so. Urahne, Großmutter, Mutter und Kind in dumpfer Stube beisammen sind. Es sind beisammen in dumpfer Stube, Urahne, Großmutter, Mutter und Bube. Wer ist beisammen? Jetzt wissen wir schon. Urahne, Großmutter, Mutter und Sohn. Plötzlich kracht's, der Blitz schlägt ein. Der Urahne hört was und sagt herein. Die dumpfe Stube entflammt und verglimmt mit Urhammel, Großbutter, Butter und Zimt. Nee, das war nicht so besonders. Das gilt nicht, das gilt nicht, dies. Nein, halt, hallo. Bitte. Fällt Ihnen an meinen Ohren nichts auf? Nein? Hier am linken? Nein? Fällt Ihnen gar nichts auf? Das habe ich nur einmal mit Dasch gewaschen. Also, es ist jetzt... Gut, also, ich fahre fort und
Sie hören jetzt ebenfalls ein älteres Werk, und zwar Johann Wolfgang von Frankfurt. Der hatte also recht bekannte Sachen geschrieben, unter anderem auch dieses, das ich Ihnen jetzt vortragen möchte. Es heißt Das Pechmariechen. Zu Ostern in Hersfeld, die Mutter spricht, bald ist es Zeit fürs Festtagsgericht. Drum geh, meine Tochter, hinab in den Keller und füll mit Sauerkraut hier diesen Teller. O Mutter, jetzt ist die Tochter dran, nicht? O Mutter, mir träumte neulich von einem Mann, der Mann war abscheulich. Oh, lass uns den Keller vergessen, wollen wir was anders essen? Jetzt wieder die Mutter. Mein Kind, ich sehe es genau, du kommst in die Jahre, wirst langsam Frau. Siehst überall Männer, die lauern. Geh, hol von dem Kraut, von dem Sauern. Mariechen tut es. Sie steiget hinab, hinab in den Keller, der finster wie's Grab. Sie füllt ihren Teller, den Teller von Blech, doch solang sie auch füllt, es kommt kein Mann, so ein Pech. Darum Pechmariechen, ne? So. Also. Man fragte mich schon des Öfteren, wieso ich eigentlich solche Gedichte mache und so, ne? Es war so, möchte ich sprechen, als ich das elektrische Licht der Welt erblickte. Das war im Jahr Schalke 09. Meine Eltern waren zwei Stück. Mein Vater war sehr reich, der hatte zwei Villen, hatte der. Einen guten und einen bösen. Ja, er war Klempner. Was er morgens klemmte, verlötete er abends. Ne? Und sein Bruder, der was mein Onkel war, der machte Brillen, machte der, ja. Ja, ja, der war Tischler, ne? Ja, ja, der hat viel durchgemacht. Also sehen Sie uns. Ja, komm. Ich also lag zu Hause Cognac. Ich konnte noch nicht laufen, ich hatte schon Beine, aber laufen konnte ich noch nicht. Und es war kalt, es fror so vor mich hin. Ja, nicht nur meine Eltern, auch der Ofen war ausgegangen. Und plötzlich, so ganz stinkeling, pief. Ja, instinktiv. Ich bin wieder ein Schelm heute. Also instinktiv gucke ich da zur Wand, ne? Und die öffnet sich. Das war kein Neubau, nein, die Wand öffnet sich und eine Fee schwebt herein. Sie hatte ein faltenreiches Gewand, ein ebensolches Gesicht. Sie klopfte mir auf den Magen und fragte mich: Na, Kleiner, fragte sie, was willst du denn einmal werden? Und ich sagte im Hinblick auf meine etwas feuchten Windeln, sagte ich, ach, liebe Tante, ich möchte gern Dichter werden. Drum, nicht? Sie hören nun ein kleines Werk, Chor der Müllabfuhr. Auf und auf, lasst uns von Tonne zu Tonne eilen, wir wollen dem Müll eine Abfuhr erteilen. Ich habe noch eine Ballade, die geht so.
Es stand an seines Schlosses Brüstung der Ritter Phipps in voller Rüstung. Da hörte er von unten Krach und sprach zu sich: Ich schau mal nach. Und lehnte sich in voller Rüstung weit über die besagte Brüstung. Hierbei verlor er also bald zunächst den Helm und dann den Halt. Nicht? Und fiel also runter, immer weiter, nicht? Und fiel und fiel, und unten verlor er dann auch noch das Leben. Ja. Nee, das ist ja das Originelle, dass sich das nicht reimt. Das, er verlor das Leben, an dem er ganz besonders hing. Der Blechschaden war nur gering. Jetzt reimt sich's wieder, nicht so? Und jetzt, das war das. Hören Sie, bevor ich das Weite suche, hoffentlich finde ich es irgendwo. Ein kleines Werk, ganz kurz, 6 Zeilen. Es gibt Gerüchte, dass Hülsenfrüchte in Mengen genommen nicht gut bekommen. Das macht ja nichts. Ich finde das fein. Warum soll man nicht auch mal ein Playboy sein? Ja, eigentlich war ich heute am Kommen verhindert, und das war so, es war übergestern, vor heute, da saß ich hier drüben in dem Café, ich bestellte mir 2 Goetheglatzen, nee, 2 Schillerlocken, ich wollte, eigentlich wollte ich einen Sturmsack essen, nee, aber Windbeutel, aber... Auf dem saß schon einer. Also, und wie? Und, also, ich sitze, nicht? Und sitze ich oben, esse, oder umgekehrt. Mit einmal gucke ich da zur Tür, und was sehe ich da? Gar nichts. Die Tür war auf der Seite, ja. Stürzt. Wie von der Tante Ella gestochen, von Tarantella gestochen, stürzt ein Vollbart auf mich los mit dem Herrn dran. Der hat so einen Schirm, der Knirps, nicht? Und nimmt den, haut immer auf meinen Kopf. Ja, das machte mich stutzig. Nachdem ich 1 bis 4 Mal gestutzt hatte, sprach ich zu mir also. Herr Erhard, sprach ich. Nee, Heinz, sag ich. Heinz. Ich sag ja du zu mir. Also Heinz. Heinz, sag ich. Was soll das da oben bloß sein, nicht? Ja, und nachher auch viel näherer, da kam ich dahinter. Der hatte mich verwechselt. Ja, das kenne ich dem. Also. Ich möchte Ihnen jetzt etwas Wertvolleres vortragen. Sie hören jetzt das berühmte Werk, Das Gewitter. Der Mond. Was gibt's denn? Der Mond. Ich sage der Mond und ha. Die Seite ist normal, aber hier, da wird immer. Nicht? Sizilium. Der Mond. Nee, jetzt ist er inzwischen gewandert. Jetzt ist der Mond hier, nicht? Der Mond verbirgt sein bleiches Licht. Die Sterne am Himmel, sie funkeln nicht. Die Luft ist schwül. Im Herzen
Ja, beim letzten Engagement war die Bühne andersrum, nicht? Im Herzen wird bang, der Uhu krächzt einen Totengesang. Da! Bricht's aus schwarzer Nacht hervor, als wir in geöffneter Hölle vor, als wenn die Säulen des Erdballs in Flammen, aua, als stürze das ganze Weltall zusammen und aus der Wolken feuchtem Schoß der Regen in Strömen sich ringsum ergoss, als wollten des Wassers wilde Gewalten das Land zum unendlichen Meere gestalten. Und wie es stürmet und brandet und kracht, da haben wir heute gar nicht hier. Eine Jungfrau tritt hinaus in die Nacht. Und ruft in die tosenden Winde hinaus. Na, das ist ein Dreckwetter und bleibe ich zu Hause. Danke genügt fürs Erste. Und jetzt also, Weihnachten ist das Fest des Schenkens. Und da wir uns wahrscheinlich zu Weihnachten hier nicht mehr sehen werden, bitte ich Sie, mir heute schon was zu schenken. Und ja, Sie wissen schon was, ne? A, Aufmerksamkeit und B, Gehör. Und wenn Sie mir schon nicht schenken wollen, dann bitte ich Sie, mir zumindest Ihr Ohr zu leihen. Sie können sich das Ohr nachher vorne an der Kasse wieder abholen, ne? Ja, nicht jeder, der die Bretter, die die Welt bedeuten, betritt, merkt, dass er auf dem Holzweg ist. Ich bin heute so glitschig, ja. Nein, es hat keinen Sinn, den Brunnen zuzuschütten, wenn das Kind verbrannt ist. Jeder sollte sein eigener Hirte sein, jeder sollte sich hüten. Und zwar davor, dass einem die anderen Leute das Fell über das Ohr hauen, ne? Ja, manchmal kommt man mit einem blauen Auge davon, dass man einem anderen geschlagen hat, ne? Aber wer einen Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Liebe Spottfreunde, es darf für uns kein Äußerstes geben, zu dem wir nicht entschlossen wären, und keine Lauer, auf der wir nicht lägen. Und wie sagt schon Madame Plessé, die Vielfältige? Sie sagt, lieber eine Stumme im Bett als eine Taube auf dem Dach. So, wir haben nun mit dem Anfang begonnen. Und so ein Anfang ist ja immer schrecklich. Und, aber der Anfang war doch nicht so schrecklich, denn unsere Sozialisten
Unsere Solisten hier auf der Bühne, das sind die 11 Imichs. Ja, 8 sind leider krank. Also wir haben... 3 sind noch nach, nicht? Das ist zum Beispiel unser Kapellmeister. Er hat sich das schwerste Instrument ausgesucht. Ja, heben Sie mal so ein... Das heißt auch Flügel dabei. Flügel ist leicht, nein. Und zweitens, in der Mitte als Mittelstürmer sitzt Valentin. Er zupft die Guitarre, nicht? Ja, er zupft einen flotten Darm, kann man sagen. Und... Und links außen sehen Sie Hans Günther. Das ist unser Bassist. Der spielt mal Bass, mal spielt er besser. Also, aber heute hat er versprochen, am besten zu spielen. So, das war das, ne? Ja, was machen wir nun? Ach so, ja, ich weiß. Wenn Sie sich jetzt alle ein Programm gekauft hätten, ne, braucht ihr ja nicht zu sagen, was jetzt kommt, ne? Ja, jetzt kommt etwas ganz anderes. Wäre ja auch albern, wenn wir dasselbe nochmal machen würden, nicht? Das wird Sie auch gar nicht interessieren, deshalb erzähle ich es Ihnen auch. Ich wohnte bis gestern hier bei einem befreundeten Ehepaar, die sind sogar miteinander verheiratet. Und die bewohnen ein reizendes Häuschen, also, und die waren ganz aus demselben, wie ich mit einem Mal dort so auftauchte, nicht? Und die haben auch einen schönen Garten, der umzingelt das Häuschen. Und im Garten steht eine Buche, wie sie im Buche steht. Und ich ließ sie recht stehen und ging ins Häuschen. Und es grenzt ja bei Ihnen nicht nur ein Zimmer an das andere, sondern schon fast an Wahnsinn, wie viele Bilder die an den Wänden hängen haben, um die Nägel zu zieren. Ja, die haben einen echten Weinbrand, einen echten Rembrandt, nicht Rembrandt. Das, oh, ich bin ganz verstreut heute. Also... Ja, und dann haben Sie auch so kleine Radierungen, nicht? In den Geschäftsbüchern. Also, na, Menschen wie du und ich. Also, und? Aber dafür haben Sie einen großen Hund. So einen Hund für 6 Personen. Leider, der hat eine Ungezogenheit, der leckt immer so. Darum heißt er auch Götz. Also, und der hat... Dieser... Na, bitte... Naja, nehmen Sie sich ein bisschen zusammen, wirklich. Wir sind ja nicht zum Vergnügen hier, nicht? Also. Und der Hund hat ein sehr langes Fell. Also ich habe sowas von Fell, habe ich noch nie gesehen. Nicht? Der hat keine Flöhe, der hat Mäuse. Ja. Und wo er bellt, ist vorne. Und also, und dieser... Und sie, die Hausfrau, die hat Kleider schön, also 2 bis 8, glaube ich, ich weiß nicht, also... Sie trägt die Kleider, der Mann die Kosten, nicht? Und sie ist so eine richtige Hausfrau, die hat ihre Augen überall, nicht? Also, auch an Füßen und so, also diese... Und dagegen nimmt sie Tabletten, nicht? Das, ja, auch gegen die abstehenden Ohren und so. Und also, reizend. Und sie ist in Behandlung bei 2 Ärzten. Beim Älteren, wenn sie krank ist, beim Jüngeren, wenn ihr was fehlt. Und... und der Mann muss abwaschen, nicht? Ja, ja. Der trägt nicht nur das Geschirr in die Küche, sondern es auch mit Würde. Und gestern Abend, da sagte die Hausfrau dann zu mir, ob ich nicht mit ihr eine Portion Schach spielen wolle. Ich sagte, oh ja, ne Frau, das mache ich aber gern, natürlich. Nun habe ich gar keine Ahnung vom Schach. Nicht? Ich weiß gar nicht, muss man da reizen, nicht? Oder was? Oder muss ich da bedienen, nicht? Oder muss ich 2 drücken? Ich weiß ja, ich hätte am liebsten mich gedrückt, nicht? Aber ich wollte die Dame nicht kränken. Und dann kam sie mit so einem gemaserten Brett an und mit so kleinen Püppchen.
nicht? Und sagte, stellen Sie doch die auf. Ich stelle mir bei mir die Weißen. Und da hat sie also die Weißen aufgestellt. Und ich sagte, die Frau, ich habe schon so lange nicht mehr geschacht. Ich weiß gar nicht, wie das ist, nicht? Ach so, ich helfe Ihnen. Also sehen Sie, hier in der ersten Linie kommen hier die Bauern, nicht? Und, ah, sagte ich, und dahinter steht dann Familie Rehwinkel. Ja. Ja, so. So jagte ein Scherz denselben. Und dann sagte sie, also bitte machen Sie einen Zug. Also ich sagte, nee, Frau, ich rauch gar nicht. Nein, sagte sie, Sie sollen spielen, einen Zug machen, ne? Ach so, ja bitte, wenn Sie wollen, die Frau. Naja, das, aber sie konnte wohl keinen Zug vertragen. Seit gestern wohne ich nicht mehr da. Ja, Ihnen gönne ich jetzt auch etwas, und zwar etwas ganz Außerordentliches. Sie erleben jetzt ein Theaterstück. Aber keins, was wir auswendig gelernt haben. Nein, mit Cousinen, mit Nichten. Ein Stück aus dem Hut, aus dem Stegreif gespielt. Hier, was uns gerade einfällt. Nicht so und so. Also, und zwar, irgendeine kleine Ehetragödie spielen wir. Der Mann, die Frau, der Hausfreund. Ich bin der Hausfreund natürlich, nicht? Und wir spielen jetzt eine kleine Handlung, haben es auch so zurecht gebastelt, aber wir wollen uns ganz schwer machen. Wir wollen versuchen, jedes Wort in dem nun zu spielenden Stück mit ein und denselben Buchstaben beginnen zu lassen. Und Sie... Sie, meine lieben Damen und die, die Ihnen nachlaufen, Sie. Ja, ach, Sie nicht, nee. Also Sie sollen uns irgendeinen Buchstaben des deutschen Alphabets, 26 Möglichkeiten, da zurufen, und wir wollen versuchen, diesen Buchstaben zu verarbeiten. Darf ich um irgendeinen Buchstaben bitten? Y. Y. Hatten wir gerade gestern, nicht? Wir wollen uns nicht über... Wir wollen es ja nicht wiederholen, nicht? Also. Was? Ja, ich gehe ja gleich. Geh ist gut. Geh hatten wir noch nicht. Geh wie Gustav. Moment, lass mich mal nachdenken. Geh ist heute dran. Ja. Geh ist heute dran. Wir versuchen, ein Stück zu spielen, in dem jedes Wort mit G beginnt. Gong. Geliebte Gisela. Geliebter Gregorius. Günstige Gelegenheit. Gatte ging. Geschäftsreise. Guxhafen. Groß-Gerau. Glänzende Geldgegend. Getränk gefällig? Genialer Gedanke. Gerade Gewürzgurke gegessen. Gesundheit. Gleichfalls. Gutes Gesöff. Glücklich. Gebiss. Oh. Gewiss. Geht ganz gut, gell? Gib Gas! Gemeines Gesindel. Giftiger Gatte geifert Galle.
Genug gesehen. Große Gemeinheit. Gespräch. Gänzlich geschäftlich. Gewürzgurkengeplauder. Gerede. Gedrucktes gelesen. Günthers Grastrommel. Glaube gar nichts. Greife Gewehr. Gefährlicher Gammler. Gnade, gütiger Gatte. Gustav, Genosse. Geh, Gangster. Grüß Gott. Gesäß getroffen.